Hey Leute, willkommen zurück zu KOTOR. Beim letzten Mal haben wir die schreckliche Wahrheit, beziehungsweise generell den Story-Twist dieses Spiels erfahren. Und ich muss sagen, der war ganz schön episch inszeniert. Und nochmal für die Leute, die sich gewundert haben, nach dem Motto, was, der wusste das noch nicht oder so weiter. Wie ich ja schon leise zum Ende des Videos hab anmerken, ich warte kurz, ich will kurz erklären. Anmerken habe lassen, wie auch immer. Ich wusste das natürlich schon. Wie auch sonst, weil ich als Super Star Wars Fan such die Heini-Typi. Ich muss das natürlich alles wissen. Und ich kenne die Story halt schon komplett. Aber nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich für einige von euch neu gewesen. Und dementsprechend darf ich natürlich hier nichts vorwegnehmen mit meinem Commentary. Ne? Und ich muss sagen, es war auch sehr gut inszeniert. So, die beiden nehmen wir mit. Ja. Okay, jetzt sind wir auf dieser Raumstation. Und von hier kommen wir? Sehr interessant. Achso, das ist Kontrollgedöns. Alles klar. So, Kontrollkonsole. Lasse man mich durch. Sehr coole Türen übrigens. Sehr coole Türen. Und ja. Insofern, den Twist kannte ich zwar schon, aber halt die Inszenierung noch nicht. Ja, ich bin neu, sehr neu. Ich bin der Dunkle Lord und sehr unzufrieden mit euch. Okay, also ab jetzt können wir auch immer aus Revan-Sicht reden. Alles klar. Ich versuche, die Galaxis vor den Sith zu retten. Tranoshan an Schmuggler, wovon sprecht ihr? Ah ja. Hallo, mein Freund. Na? Ich suche die Teile einer Karte zu einer Sternenschmiede. Oh, Exakun-Krieg. Ja, Exakun ist ein cooler Charakter. Mal gucken, was er dazu weiß. Exakun. Na gut, okay, ich will das jetzt nicht. Moment, doch, ich lasse ihn mal kurz weiter, ich muss kurz was holen. Bin gleich wieder da. So. Okay. Ihr verbringt eure ganze Zeit hier in der Station allein? Ups. Ihr seid ein Erfinder? Warum seid ihr hierher gekommen? Habt ihr irgendwelche Geräte, die ihr verkaufen würdet? Yun Patisa.
Ah ja. Leichtes Exoskelett. Oh. Das kostet krass viel. Ist aber auch heftig. Fähigkeit Tarnung 4. Der hat krasses Zeug, der Typ. Der hat extrem krasses Zeug. Okay, das ist echt nicht schlecht. Das ist leichte Rüstung. Mit relativ guten Geschicklichkeitsbonus. Oh, es kostet alles so viel, meine Fresse. Nee, also überhaupt, ich verkaufe, glaube ich, eher mal ein bisschen was. Ich habe so viele Antidote-Kits, die brauche ich niemals. So, haben wir noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Kleidung kann man ja nicht verkaufen. Die kann man gut verkaufen. So, das ganze Zeug brauche ich eh nicht mehr. Betäubungsstab brauche ich nicht. Kurzschwerter braucht man nicht. Lichtschwerter könnte ich verkaufen. Hier die kurzen zum Beispiel, die benutze ich ja gar nicht. Geld man damit macht. Blasterpistole. Verrückt. Verrückt. Okay, die ganzen Granaten behalten wir mal lieber. Ach, hier auch ein Verpin-Störband. Ganz viel Zeug von den Verpinen. Sehr schön. Ja gut, das sollte aber auch mit Verkaufen reichen, denke ich. Aber auf jeden Fall haben wir eine Menge Geld aus dem Typen jetzt rausgeholt. So, es gibt hier nicht irgendwas, was du mir schenken möchtest? So zufällig? Nee. Aber was mir gerade einfällt, ich muss nochmal kurz zurück zum Schiff. Kann ich das schnell machen? Nein, natürlich nicht. Ich muss nochmal schnell zurück zum Schiff, weil wir haben ja neue Kristalle gefunden. Und ich möchte jetzt wissen, ob ich die Kristalle in mein Schwert einbauen kann. Und ob mir das halt was bringt. Also, ob ich sie einbauen kann, ist schwachsinnig, aber ob es mir was bringt, sie einzubauen. So, dementsprechend einmal hier schnell zur Werkbank. Dauert ja nicht lange. Laserschwert, erstmal das Heftige. Was ist da aktuell drin? Opila ist da aktuell drin. Schadensbonus, Energie 3 und schwere kritische Treffer. So, warte mal, 4 bis 18. 2 bis 16. Ja, 4 bis 18. 5 bis 19 ergibt das. Ja, wir bleiben bei gelben, würde ich sagen. 7 bis 21.
Scheint 6 bis 25. Sechs bis 20. 6 bis 25. Ja. So, das zweite. Das können wir doch auch aufwerten. Drei bis 22. Ah ne, das Betäuben-Ding war extrem praktisch. Das behalte ich auf jeden Fall drin. Zwei bis 16. Drei bis 17. 4 bis 18. 3 bis 22. So, ich denke, das ist ein ganz gutes Upgrade. Und jetzt noch in der Rüstung. Ich habe Kael Nords Kampfpanzer an, glaube ich, ne? Na, ist schon so gut wie geht. So, das Ding hat 9. Nee. Das ist schon momentan so ziemlich das Beste, was ich finden kann. Hearth Blaster noch ein bisschen aufrüsten. Ja, alles klar. So, ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen mehr Schaden. Ach ja, 12 bis 31 und 9 bis 28. Ich denke, das ist ein bisschen mehr. Sehr gut, okay, das hat sich doch gelohnt. Dann laufen wir den Weg nochmal. Mann, ich muss jede Kontrollkonsole nochmal bedienen. Oh Mann. Naja, diesmal lässt er mich hoffentlich durch. Der Superhändler. Oh, auf einmal sind da Leute. Was ist hier los, Suvam? Ich denke, Jungs, solltet jetzt gehen. Oder ich frage noch einmal, sehr höflich. Okay. Keine helle Seitepunkte. Schade. Egal, gehen wir erstmal weiter. Ah ja, Zugang verweigert. Dann gehen wir zur anderen. Auch Zugang verweigert oder was? Meine Güte. Wie komme ich denn hier wieder weg? Muss ich das verstehen? Oh.
Oh, er hat auf einmal neue Rüstung. Die sind schon geil, wenn ich das mal so sagen darf. Das schwere Exoskelett ist schon ziemlich heftig. Gönne ich mir das? Oh, er hat auf einmal... Das ist eine Maske. Die ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, die gönne ich mir mal. Aber er hat auf einmal ganz viel Neues. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, die gönne ich mir sogar mal. Und das... Das ist schon ziemlich cool. So, Moment. Ah, jetzt kann ich nämlich die Atemmaske ablegen. Und die verbesserte Version davon anlegen, die genauso aussieht. Aber sie ist deutlich besser. Ich vermute mal, das hier ist nur ein Zwischenstopp. Also zurück zu ihm, Hawk, und ein neues Ziel anfliegen, oder wie? Muss ich, glaube ich, nicht verstehen. Aber das hier ist schon ein heftiger Händler. Der verkauft krasses Zeug. Kann man sich merken. Kann man sich auf jeden Fall mal merken. So, Kontrollkonsole. Auf zu ihm, Hawk. Ich muss ein anderes Ziel ansteuern, wie es aussieht. Verwirrend. Ich dachte, ich wäre schon auf dem Planeten. So, Yavin. Reisen. Oder gibt es auf Yavin keine... Moment. Moment mal. Suche nach der Sternenschmiede. Erledigte Aufträge. Jetzt bin ich verwirrt. Anscheinend ist Yavin, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber anscheinend ist Yavin nur der Händler, oder? Okay, Leute, passt auf, wir machen das folgendermaßen. Ich beende den Part an dieser Stelle und stelle euch die offizielle Frage, an der ich gerne eine Antwort hätte. Ob Yavin wirklich nur der Händler ist? Oder ob es auch eine Sternkarte auf Yavin gibt, weil ansonsten fliegen wir jetzt weiter. Ja, beantwortet mir das doch mal und dann beenden wir den Part jetzt schon mal etwas früher, aber die letzten beiden Parts waren ja auch ein paar Minuten länger, insofern ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst es mich wissen und bis zum nächsten Mal bei KOTOR. Bis dann.